Hallo Leute und guten Morgen. Es ist 8.30 Uhr und ich bin gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Meine Stimme ist noch nicht so ganz da, weil ich jetzt gleich einen Friseurtermin habe. Um 9 Uhr. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, mir um 9 Uhr in Düsseldorf einen Friseurtermin zu machen. Richtig hohl, weil ich halt noch eine Stunde dahin fahren muss. Dementsprechend muss ich um 8 Uhr losfahren und um 7 Uhr aufstehen. Es ist absolut nicht schlimm, um 7.30 Uhr aufzustehen. Ich mache das oft, aber ich habe keinen Bock darauf. Ich hasse es, um 7 Uhr aufzustehen. Und wenn ich freiwillig mich dazu entscheide, um 7 Uhr aufzustehen oder um 7.30 Uhr, dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwie beim Dreh bin und um 6 Uhr aufstehen muss. Das ist was anderes. Wenn ich mich selber dazu entscheide, bin ich einfach nur dumm. Und ich habe mich selbst dazu entschieden. Deswegen nervt es mich. Ich komme damit klar, um 7 Uhr aufzustehen. Okay, jetzt höre ich auf, mich zu rechtfertigen. Ich hasse es einfach, früh aufzustehen, okay? Ich fahre jetzt auf jeden Fall gerade zum Friseur. Ich war letztens schon mal da bei einem Event von so einem Lockenstab, also so einem Welleneisen. Und da habe ich die kennengelernt, die Friseurbesitzer, und habe mich voll gut mit denen verstanden. Und deswegen gehe ich da jetzt hin und lass mir meine Haare machen. Ich habe nämlich morgen meinen ersten Drehtag von Frühling für den zweiten Block. Also ich hatte dieses Jahr schon Drehtage für Frühling. Aber das ist immer in so Blöcke verteilt. Also wir drehen in einem Block immer zwei zusammenhängende Filme. Und dann ist Pause und dann kommt der nächste Block mit zwei Filmen. Und dann ist wieder Pause und dann kommt der nächste Block mit zwei Filmen. Und zwischen diesen Blöcken kann ich immer ein bisschen zumindest was verändern. Weil währenddessen geht das natürlich nicht, da ich auf Anschluss drehe. Wir drehen die Sachen nicht chronologisch, deswegen muss ich, sage ich mal, Ende April genauso aussehen, wie ich Anfang März ausgesehen habe, weil es sein kann, dass wir Ende April was drehen, was im Film vor dem passiert, was wir Anfang März gedreht haben. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt gerade ist Pause, morgen ist mein erster Drehtag vom nächsten Block und deswegen kann ich jetzt ein bisschen was verändern, aber auch nicht so viel, weil wir eine Folge drehen, die vor den Folgen passiert ist, die wir schon gedreht haben. Es ist alles sehr kompliziert, normalerweise ist das wenigstens im chronologischen Ordner. Order? Ich habe mir letztes Mal meine Haare selbst gefärbt und geschnitten und es hat auch gar nicht so schlecht funktioniert, aber ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Das war so anstrengend letztes Mal, ich habe es halt nur fürs Video gemacht und ganz ehrlich, dann gehe ich doch lieber zum Friseur irgendwie auf Dauer und deswegen lasse ich das, was ich da gemacht habe, jetzt einmal in professionell neu machen. Und ich kriege ein paar Extensions, einfach nur zur Verdichtung von meinen Haaren und ganz besonders dafür, dass meine Locken länger halten. Bei meinen Haaren halten halt Locken so scheiße. Das heißt, wenn ich eine halbe Stunde, ja, eine halbe Stunde nicht, aber so eine Stunde irgendwie diese Locken habe, dann fallen die schon so krass aus, dass man sie theoretisch schon wieder neu machen muss. Und wenn ich so ein paar Extensions drin habe, dann soll das angeblich nicht mehr so schlimm sein, weil diese Haare diese Locken gut halten und meine Haare das dann anscheinend irgendwie nicht mitmachen, weil die das sich da abgucken oder so. Das ist ja Quatsch, aber irgendwie so, keine Ahnung. Soll helfen. Ich bin jetzt gleich auf jeden Fall da und meine Kamera will sowieso die ganze Zeit woanders hin als ich, weil ich kein Stativ habe. Deswegen melde ich mich gleich. Außerdem muss ich auf die Straße achten, okay? Kurze Zwischenmeldung, Leute. Eine neue Folge Mach mal mit Obi ist online. Passend zu Gamescom eine Gaming-Folge mit Honeypoo und Visca Barca. Wir haben richtig geile Spiele in Real Life gespielt, also schaut es euch unbedingt an. Link ist in der Infobox. Gaming-Specials und wir haben zwei wunderbare Gäste hier. Bringt die Türme zum Einsturz. Wer es als erstes schafft, der hat gewonnen. Also legt euch ins Zeug. Ich gehe währenddessen meinen Biber striegeln. Anton! Anton! Los! Scheiße, das ist falsch! Sie sind falsch! Was ist das? Ich habe nach ewiger Parkplatzsuche dann jetzt doch mal einen gefunden und ich bin jetzt gerade in irgendeinem Park. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade richtig laufe. Vielleicht sollte ich auch mal mein Navi anmachen. Ah, nee, funktioniert. Und da ist gerade jemand an mir vorbeigefahren. Das war unangenehm. Ich kenne den Weg tatsächlich noch und das hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise vertue ich mich jedes Mal. Aber ich glaube, ich bin richtig. Und ich dachte gerade, ach du Scheiße. Ich dachte gerade, da steht eine Frau oben auf diesem Ding drauf. Und tut sie auch, aber sie ist weg. Leute, ich stehe einfach gerade vor dem Friseurladen. Und hier ist alles zu. Der hat einfach geschlossen. Anscheinend habe ich den Termin erst um 10. Und nicht um 9. Amazing. Leute, es ist so unfassbar schön hier. Das bin jetzt schon ich. Ich habe so einen Mantel angezogen bekommen, sogar damit meine Klamotten nicht dreckig werden. Und dann süßes Wasser. Und ich freue mich so krass, meine Haare gemacht zu bekommen. Ich war so lange nicht mehr beim Friseur. Und Leute, ich habe einfach die schönsten Folien drin, die ich jemals gesehen habe. Die sind einfach Roségold. Ich kenne das normalerweise nur mit so normaler Alufolie. Die sind so süß. Guck mal, wie ich aussehe. Ah, Leute,
ich bin fertig. Ich bin wieder zu Hause, wie ihr eventuell erkennen könnt. Guckt nicht, wie es hier aussieht. Es sieht richtig schlimm aus. Bin ja gestern erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Und ich muss noch alles auspacken, meine Koffer. Guckt mal, wie es hier aussieht. Und ich muss in einer halben Stunde schon los zum Flughafen. Ich bin gerade angekommen. Alles super getimed, aber meine Haare sind fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich find's so unnormal schön. Ich komme nicht darauf klar. Ich liebe es so sehr. Ich kann euch hier mal so ein paar Bilder und kurze Videos einblenden, die wir im Salon noch gemacht haben von den Haaren. Und oh, ich kann nicht aufhören, mich anzugucken, ne? Es sieht so schön aus. Es ist einfach so wunderschön geworden. Ich habe ja letztes Mal meine Haare selber gefärbt und geschnitten und es ist einfach so ein krasser Unterschied. Aber sie haben gesagt, dass ich es gar nicht so schlecht gemacht habe, dafür, dass ich kein Friseur bin. Ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar und sie haben meine gelben Stellen und so ein bisschen entfernt, wie man sehen kann. Und jetzt ist es richtig, richtig hübsch. I really love it. Ich verlinke euch den Friseursalon unten. Das ist Mr. und Mrs. Simmons in Düsseldorf. Die beiden sind richtig lieb, die sind total cool und lustig und machen richtig gute Haare. Und ich packe jetzt meinen Koffer. Ich muss mich beeilen. Oh mein Gott, Leute. Ich schwöre, ich kriege die absolute Vollkrise, beziehungsweise ich habe die absolute Vollkrise heute gekriegt. Ab der Sekunde, als ich am Flughafen war, war einfach der Tag für mich gelaufen. Oh, wie ihr vielleicht erkennen könnt, ja gut, kann man wahrscheinlich nicht erkennen, aber ich bin nicht in Bayerischzell, sondern ich bin in einem Flughafenhotel in München und es ist, ich glaube, irgendwie 21.30 Uhr. Ich sollte ursprünglich um 18 Uhr in München landen und dann direkt nach Bayerischzell fahren. Der Flughafen war so unfassbar geisteskrank voll, dass ich meinen Flug verpasst habe. Ich habe voll vergessen, dass ja Sommerferien sind. Und ich war schon relativ früh da und habe mich schon extrem beeilt zu Hause. Aber diese Schlange war so krank voll. Ich kann euch mal ein Bild hier einblenden. So krank voll habe ich den Düsseldorfer Flughafen in meinem Leben noch nie gesehen. Und da musste mein Flug umgebucht werden. Und dann bin ich um 19.30 Uhr erst geflogen, sodass ich um 20.40 Uhr oder so am Flughafen angekommen bin und jetzt erst in diesem Hotel hier sitze. Es war wirklich so ein Horror. Vor allem war es mega unangenehm, weil ich halt die Produktion anrufen musste, dass sie meinen Flug umbuchen. Und normalerweise kann man sich ja denken, dass im Sommer die Flughäfen wesentlich voller sind. Aber ich war letztens, ich weiß nicht, ob ihr die Story mitbekommen habt, aber falls ihr unseren Podcast hört, also den von mir und Joey, ich packe euch alle Links mal unten in die Infobox, falls ihr es noch nicht gehört habt oder noch nicht davon mitbekommen habt, Joey und ich haben einen eigenen Podcast zusammen, der heißt Die Nervigen. Und wir sind überall vertreten eigentlich, also ihr könnt uns überall hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf Amazon Music, auf Google Podcasts und sogar auf YouTube, also wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Aber da habe ich schon erzählt, dass ich letztens meiner Familie nachgeflogen bin in den Urlaub nach Kroatien. Und ich bin 4 Stunden vor meinem Boarding am Flughafen gewesen, morgens um 6 in Frankfurt, weil ich überall auf TikTok, auf Instagram, in den Nachrichten überall gesehen habe, dass die ganzen Flughäfen so krass überfüllt sind. Und Frankfurt angeblich auch. Ratet, was komplett leer war. Richtig, der Frankfurter Flughafen. Es waren literally 2 Leute vor mir im Security-Check. 2. Ich habe 4 Stunden an diesem Flughafen gesessen und nichts getan, obwohl ich dachte, dass es komplett voll sein wird und ich mindestens 4 Stunden vorher da sein muss, weil alle das gesagt haben. Aber ja, in Düsseldorf war es dann so. Der Albtraum ist wahr geworden. Ich habe mir extra eine 5-Minuten-Terrine gerade noch beim Edeka Express am Flughafen geholt, weil es das letzte war, was auf hatte. Weil in diesem Flughafenhotel hier normalerweise immer ein Wasserkocher ist. Und was ist hier nicht? Richtig, ein Wasserkocher. It's just stressful. Leute, ich versuche einfach gerade so hart verzweifelt, diese 5-Minuten-Terrine irgendwie weich zu kriegen. Ich habe jetzt einfach das Wasser aus dem Hahn genommen, weil es relativ heiß war eigentlich. Ist safe viel zu kalt. Keine Ahnung. Vielleicht wird es funktionieren. Mal schauen. Es ist ein bisschen später, Leute. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, doch noch heute Abend meine Nägel zu machen. Und zwar habe ich wirklich mein komplettes Nagelzeug mitgenommen. Eigentlich wollte ich das noch zu Hause machen, aber dadurch, dass ich so spät vom Friseur gekommen bin, hatte ich dafür keine Zeit mehr. So sehen meine Nägel jetzt gerade aus. Also die sind wirklich extrem rausgewachsen. Hier ist die Farbe schon halb ab. Und die sind wirklich viel zu lang und zu bunt und zu rausgewachsen für Frühling. Ich muss die neu machen. Dringend. Ich glaube, man erkennt das gar nicht so richtig. So sehen die aus. Also wirklich nicht mehr schön. Und deswegen werde ich das jetzt hier mit meinem At-Home-Set machen. Meine Nägel sind fertig abgefräst. Also da ist nur noch eine ganz dünne Schicht. Und jetzt werde ich eine neue Schicht Acryl drauf. Fuck is not.
Leute, scheiße, ich glaube. Scheiße, nein, oder? Ah, nee, okay. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, dass ich aus Versehen ein Body Scrub anstelle von meinem Acrylpulver mitgenommen habe. Und das hier ist jetzt quasi das mehr oder weniger vorher von meinen Nägeln. Und das wird jetzt neu gemacht. You got that something. Good morning, Leute. Es ist der nächste Morgen. Ich bin immer noch am selben Fleck, wie ihr vermutlich erkennen könnt. Ich wollte euch mal meine erste fertige Nagelhand zeigen. Ich habe gestern nur noch eine Hand fertig gemacht, weil ich so müde war. Ich war um, ich glaube, 1:15 im Endeffekt im Bett. Jetzt ist es gleich 9 Uhr und ich werde jetzt gleich irgendwann abgeholt. Ich mache mal hier so ein bisschen Licht. Das hier ist meine erste fertige Hand und Leute, ohne Witz, ich glaube, ich habe noch nie so schöne Nägel gemacht. Das ist die sauberste Arbeit, in Anführungszeichen, die ich je gemacht habe mit Nägeln. Guckt mal, das sieht aus wie aus dem Salon, Leute. Kann ich jetzt mal einfach so arrogant von mir sagen, weil, Alter, ich finde, das ist so gut geworden, oder? Also, wahrscheinlich immer noch nicht perfekt, wenn jetzt ein Nageldesign drauf guckt, aber ich bin sehr stolz auf mich. Und das hier ist noch meine andere Hand. Da ist bis jetzt nur gefeilt und aber noch kein Acryl und auch noch keine Farbe drauf, also nur die Base. Leichter Unterschied, könnte man sagen. Dementsprechend werde ich die zweite Hand jetzt auf jeden Fall noch anfangen. Ich hoffe, die brauchen noch ein bisschen, bis sie hier sind. Ich weiß nämlich nicht, wann sie jetzt gleich kommen. Und dann muss ich dieses ganze Mess hier auch noch aufräumen. Es sieht nämlich aus wie Scheiße hier. Ja, warum zeige ich euch jetzt die Aussicht? Macht gar keinen Sinn. Egal, ich fange jetzt an. Ich glaube, das zeige ich euch jetzt aber nicht nochmal, weil ich habe mich gestern die ganze Zeit mitgenommen. Also, bis gleich. Ich zeige euch doch einen Zwischenschritt. Und zwar habe ich jetzt meinen Acrylaufbau gemacht. Und Leute, es sieht so schlimm aus, weil an meiner linken Hand sieht es immer so schlimm aus, wenn ich das mache. Das ist der Aufbau. Es ist komplett viel zu dick und alles ist krumm und schief und sieht richtig schlimm aus. Aber das werde ich jetzt mit dieser wunderbaren Nagelfeile hier erstmal gefühlt eine halbe Stunde befeilen. Baby, but I can go without, just like a poison. Erster Nagel ist befeilt, hat jetzt auch nur, okay, 2 Minuten gedauert, es geht.